Ein herzliches Willkommen aus dem Parc de Princes und damit willkommen zum Spiel zwischen Frankreich und Kanada. Keiner da in Kanada, ja, Henrik aber. Und dementsprechend das letzte Spiel des Turniers steht an. Ja, schauen wir mal, wie es heute läuft gegen Henrik. Ja, also es ist wirklich ein riesen konfuses Spiel, der Turnier. Völlig konfus. Schwede auf einmal abgehauen. Du willst ja das eigentlich alles gar nicht ausmalen. Das erste Spiel werde ich auf jeden Fall nachsynchronisieren. Das heißt also, das, was ihr dann hört vom ersten Spiel, was ihr jetzt schon gesehen habt, habe ich noch nicht nachkommentiert. So, erste Möglichkeit. Also, das ist ein konfuses Spiel. Also, extrem konfus. Am Anfang waren 12 Leute angemeldet. 12 Stück. Und sind sage und schreibe 7 in der Gruppe geblieben. Ich mache ja am Anfang immer eine Gruppe. Ne? Von wegen, so und so sieht es aus. Der und der hat dann und dann Zeit. Und deswegen, blablablab. Und jetzt erstmal. Nee. Ja, der und der hat Zeit und alles gut und alles schön. Ja, und irgendwie, ja, beim Abschluss waren wir dann doch nur zu viert. Und beim einen funktioniert das Netz nicht. Und es ist, der andere vergisst es, der andere reagiert nicht. Jetzt ist der andere abgehauen. Es ist eine Katastrophe. So, Möglichkeit. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass am Abschluss hier diese Partie gegen Henrik hier so ein Schaulaufen wird am Ende. Und, ja. Also, konfuser das Turnier kannst du nicht gestalten. Vielleicht ist das Motto falsch gewählt, wobei ich das gar nicht mal so als schlechtes Motto finde. Ne, alle, die mitgemacht haben, haben ja jetzt die Trophäe erhalten, sind auch im Spiel dabei oder sowas. Spielen mit einem Damenteam, haben sie jetzt alle erhalten. Also, ganz ehrlich. So, Möglichkeit. Krieg ich den? Ja, das wird hier wahrscheinlich 0-0 oder Henrik wird das Ding gewinnen. Je nachdem. Also wirklich, ehrlich gesagt, konzentrationstechnisch bin ich sonst wo. Also, ja. Aber man könnte überlegen, so von wegen immer ein Cup, ja, lassen wir nächstes Mal sein. Ja. Aber andersrum, mir macht das halt Laune. Mir macht das halt Laune, immer wieder mich hier gegen Flui zu spielen. Nächste Chance. Ich hab gesagt, das wird hier 0-0 oder Henrik gewinnt das Ding. Oh Gott, ey. So. Also, über das Turnier zu überlegen, ob man das nochmal machen sollte. Ja, klar, mir macht das Laune gegen Flui immer mal regelmäßig zu spielen. In diesem Turnieren. Klar, es macht mir auch Laune gegen euch zu spielen, wenn ihr Lust habt, dann immer mal zu machen. Und ihr seid dann auch mal zuverlässig, nicht so wie viele, viele andere dieser Spieler. Aber andersrum, einige haben auch abgesagt. Also sagen wir mal so, von den 12 haben persönlich, glaube ich, mir persönlich gesagt, so von wegen, geht nicht, kann nicht, dies, das, Ananas, 6 Stück. Ist es auch in Ordnung, klar, aber dann die anderen 2. Wobei ja, die anderen 2, beim einen ist das Internet, ne? Kann man auch rausgrenzen. Haben wir einen, der nichts gesagt hat, ne? Von 12 Leuten, einer, der nichts gesagt hat, ist okay. Andersrum, ja. Zeitplanung war auch anders, klar. Das Turnier zieht sich ewig in die Länge und das ist das 1-0. Ah, schön. Ja, das ist so eine hundertprozentige, ne? Wenn du die nicht machst, dann gute Nacht. Ich glaube, alle ihr da draußen hättet alle gesagt, so von wegen, nee, wenn du das nicht machst, dann schalte ich ab. Also, mehr als hundertprozentig kann nicht sein. Mir ist schön mit Sommer vorbeigelaufen, an allen vorbeigetanzt und dann macht's es. Also auch wirklich Topstar, ne? Topstar der französischen Nationalmannschaft. So, wir führen. So, wir müssen jetzt einfach nur ruhig bleiben. Wir dürfen jetzt nicht zu viel jammern. Ne? Nächstes Turnier, wenn ich mal ein Turnier machen sollte, wäre im August. Irgendwie so August. Oder September. Ja, tendenziell ist ja September. So, Chance. Also, wie gesagt, ruhig bleiben. Na, nicht aufregen. Nach dem Spiel kann ich mich so sehr aufregen, wie ich möchte. Ihr kriegt es ja dann nicht mehr mit. Aber man muss mal sehen, dass unsere Torhüterin bislang gar nichts zu halten hatte. Gar nichts.
Das darf auch gerne bitte so weitergehen. Hendrik, wie gesagt, ins kalte Wasser geschmissen. Und das sieht man hier auch. Heute ist er ins kalte Wasser geschmissen worden. Wir machen den per Kopfball. So. So, Hendrik, jetzt nicht fliehen. Jetzt nicht mir schreiben von wegen, nee, sorry, das ist nicht mein Tag. Ich habe keine Lust mehr. Das ist alles scheiße. Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Nicht jetzt gehen. Das wäre echt blöd. Blöd wäre das. Der Hendrik nimmt nicht auf, liegt einfach daran, dass ja, er das erste Turnier bis heute nicht hochgeladen hat. Das ist... ist das. Irgendwann wird das da noch kommen, dann werde ich das verlinken und ihr könnt euch nochmal das erste Turnier anschauen. Das erste Turnier bei FIFA 18. Ja, er hatte Erfurt genommen. Erfurt ist ja jetzt in Liga 4 abgestiegen. Kopfball war sauber. Der Kopfball war sauber. Gucken wir mal, ob er jetzt irgendwas gewechselt hat. Nö, keine Wechsel. Gut, was auch immer er gemacht hat jetzt gerade. Vielleicht hat er sich was zu trinken geholt oder Traubenzucker. Ich habe auch Traubenzucker. Interessanterweise habe ich heute den Traubenzucker bislang nicht aufgebraucht, noch nicht mal angefangen. Liegt einfach daran, an dem Tag heute. Das ist. Ja, heute ist so ein Tag, wo eigentlich alles schief geht. Es fing an heute Morgen, es geht jetzt hier weiter. Es ist ein Chaos, ist das. Apropos ein Graus, will schon mal vorspoilern, erstmal jetzt die Möglichkeit. Chance. Und Elfmeter! Ja, ja, ja. Zweikampf reingegangen, Henrik. Das kennen wir doch bereits. Das mit den Elfmetern. Ich glaube, eigentlich bin ich immer derjenige, ne? Ich war, glaube ich, derjenige, der das ähnlich gemacht hat. Ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Nämlich gegen ihn, beim ersten Turnier gegen Erfurt. Einen Elfmeter gemacht. So, mit wem Fahrer suchen wir es denn mal zu Le Sommer? Ist sogar nicht so toll, aber wir trotzdem mit ihr. Wir benutzen genau dieselbe Ecke, die er benutzt hat, nämlich die hier. Und er kriegt den, das kann nicht wahr sein. Das hat er gewusst, er hat es gewusst, dass wir in die Ecke schießen. Das kann nicht wahr sein. Ja, also es ist, ja. Ne, wenn es schief geht, geht's richtig schief. Andersrum, wir führen. Wir dürfen hier wirklich nicht anfangen zu jammern. So, wieder zurück. Austanzen. Hat noch nicht so ganz geklappt. So, Flanke. Vielleicht nächster Kopfball. Nein, nicht nächster Kopfball. Das Parallelspiel. Hier. Ich weiß gar nicht, wie Flui das hochladen wird. Ich glaube ganz ehrlich, er wird das ganz synchron hochladen. So wie es eigentlich geplant ist. Ich mache das bloß hier völlig unsynchron. Ja, wie gesagt, ich mache das völlig unsynchron. Liegt einfach wirklich daran, dass eigentlich das Spiel, was jetzt das Spiel ist, was ihr jetzt seht, ist eigentlich mein erstes Spiel. Eigentlich. Und uneigentlich ist es das dritte, weil es eigentlich als letztes gespielt wird. Weil ja eigentlich Hendrik nicht da ist. Also eigentlich ist das alles für Mathematiker hier, diese ganze Rechnung hier mit dem Turnier und... aber in der zweiten Halbzeit müssen wir uns ja wirklich mal ernsthaft konzentrieren. Bislang habe ich in jedem Turnier, ich glaube wirklich in allen Turnieren überhaupt bei FIFA 18, gab es immer irgendetwas. Irgendwas hat nicht gestimmt. So, Möglichkeit hier jetzt. Am Ende des Teils kriegt ihr die Tabelle. So, Chance und die Möglichkeit 3-0. So, am Ende des heutigen Teils gibt's die Tabelle. In den letzten Teilen habe ich dir ja nicht gezeigt, liegt wirklich daran, dass ich nicht weiß, wie ich das alles deichseln soll. Man weiß auch nicht, wer wie spielt. Erst recht, weil jetzt Schwede ja gegen Hendrik noch ein Nachholspiel hat. Das ist auch Premiere. Das gibt es bei meinem Cup nicht. Nachholspiele. Ganz ehrlich, wenn das mit den Nachholspielen nicht funktioniert, wird es auch zukünftig keine Nachholspiele geben. Dann werde ich das so werten, wie ich es für richtig halte. Dadurch, dass ich die Ergebnisse nicht weiß. Also tendenziell, wenn das Spiel von den beiden nicht gespielt werden sollte, also
Schwede spielt nicht gegen Henrik, wird es als 0-0 gewertet. Liegt einfach daran, dass ich ja gesagt habe, am Anfang von wegen, ja, das Turnier geht 2 bis 3 Stunden. Ja gut, dass wir jetzt fast 4 dabei sind, ist die andere Geschichte. Obwohl eigentlich nur 3 Spiele sind, ne? Aber eben mit Diskussionen und Warten und dies und das und jenes und Heul und Flennen und ja. Ja, und Henrik, weil er eigentlich viel zu spät kommt und normalerweise ja dann meine Sache ist, wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Ja, aber Henrik hat halt einen Bonus, ne? Der ist schon in so vielen Videos dabei, kommentiert immer regelmäßig, obwohl in letzter Zeit kommentiert er gar nicht mehr. Aber er war auch hier, er hat ja jetzt Monopoly mitgespielt, das ihr ja jetzt seht unter der Woche, ja. Also eigentlich ein sympathischer Mensch. Deswegen, ich glaube, wenn er nicht so lange auf diesem Kanal gewesen wäre, dann hätte er diesen Bonus nicht gekriegt. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Es gibt so einige Menschen, die du halt immer mal wieder positiv in allen Hinsichten irgendwie bewertest oder was weiß ich. Ja, Flui gehört auch dazu. Kann er sich irgendwo aufschreiben. Von wegen, ich gehöre auch zum Immon-Team. Hip, hip, hurra! Und das ist die Möglichkeit. Er gehört auch dazu. Ja. So, aber jetzt zum Spiel. Wir müssen das wirklich mal konzentriert angehen. 3-0 ist ein super Ergebnis gegen Henrik. Wenn wir die letzten Spiele mal so uns angeguckt haben. Letzten Turnier war er ja nicht dabei. Da hat er ja keine Zeit gehabt. Macht ja auch nichts. Und wie kriege ich das? Die letzten Spiele war nicht dabei. Das erste Turnier war dabei. Das war ein Showdown-Spiel. Könnt ihr euch bestimmt noch dran erinnern. In der letzten Minute haben wir noch das Tor erzielt. Das war ein Showdown-Ding. Ein Abschluss ist er, glaube ich, 5. geworden. Sommer. Natürlich ist auch eine Überlegung, ob ich das Spiel, was ja nicht in die Wertung kommen sollte, trotzdem noch ins Turnier nähe, also trotzdem noch hochlade. Ihr da draußen könntet ja theoretisch entscheiden, wie das läuft. Also wenn ihr sagt so von wegen, hey komm, ja, möchte ich auch mit Originalton. Klar, kann man nicht machen. Andersrum kann ich es auch nachsynchronisieren, theoretisch. Müsst ihr aber sagen. Es wird wahrscheinlich nicht in der Wertung sein, weil Alles Schmarrn. So, wir gehen diese Sache jetzt doch tatsächlich lieber ruhiger an. Wie gesagt, es ist ein Katastrophenspiel. So. Es ist immer wieder aufs Neue so. Irgendein Spieler muss leiden, gegen mich zu spielen, im Sinne von, ich spiele nicht ernst. Und das tue ich jetzt gerade nicht. Es tut mir wahnsinnig leid, Henrik. So, Kopfball. Nee, nicht ganz. Trotzdem kommen wir noch am Ball. So. Und wir wechseln. Und zwar das, was ich im letzten Spiel vorhatte, machen wir jetzt diesmal schon. Diesmal ist ja auch die Aufstellung richtig. Ich habe das entweder mit dem Timing auch richtig hingekriegt. Ne? Also nicht, dass ihr euch denkt so von wegen, was ist das denn für eine... Nein, das ist die Aufstellung, die eigentlich die Aufstellung sein sollte. Ja, das sollte sie eigentlich sein. Nun gut. Am Ende des letzten Spiels, ja gut, können wir dann halt mal machen, ne? Können wir halt dann mal machen. So. So, wechseln. Gut, Henrik will nicht wechseln, dann halt nicht. So. Und jetzt wieder langsames Aufbauspiel. Wir nutzen einfach die Taktik, gegen die wir gegen Flui gemacht haben. Das heißt also, wer raufgeht, den nutzen wir aus! Der Wechsel ist eine gute Idee, aber den ziehen wir noch nicht. Am Anfang des Turniers war auch meine Überlegung, mit Kanada anzutreten, aber dann habe ich gesehen, so von wegen, na gut, also wenn wir jetzt mit der kanadischen Nationalmannschaft. Oh. Mit der kanadischen Nationalmannschaft spielen ist doof. So, schlagen wir den Ball mal weg. Okay. Schlagen wir den Ball nicht weg? Fragezeichen. Deine Spielerin ist verletzt, Henrik. Fragezeichen. Müssen wir das echt tatsächlich kommen? So, weit genug weg. Eigentlich sollte er da in die weitere Richtung gehen, damit er da schön auswechseln kann. So. Rüber und jetzt nach vorne. Ah, nicht so ganz geklappt.
Oder wir machen Fairplay. Komm. Ganz ehrlich, Fairplay. So, Henrik, du kannst auswechseln. Du kannst auswechseln, die ist verletzt. Wechsel aus. Aber ich glaube, Henrik hat das nicht so ganz gesehen, dass das eigentlich Fairplay sein sollte. So. Und er bringt... Sinclair ist verletzt. Das ist die beste Stürmerin bei ihm. Sinclair ist noch drauf. Und Henrik hat das tatsächlich nicht erkannt, dass das ein Fairplay war. Ey, Mann. Unfairness Playing, würde ich mal sagen. Also, ich weiß, gegen Henrik mache ich hier nicht mehr Fairplay. Also, es ist unglaublich. Er muss jetzt unter diesem Video schreiben, dass er das nicht gesehen hat, dass das Fairplay war. So, anders würde ich es nicht akzeptieren. Ganz ehrlich, also... So, jetzt machen wir ernst. Jetzt machen wir ernst. Er will es nicht anders. Er will es nicht anders. Schade. Er will es nicht anders. Wir machen den Wechsel, der uns empfohlen wird. Jetzt machen wir ernst. 3-0. Eigentlich für, zur Halbzeit war es ein echt gutes Ergebnis. Jetzt irgendwie... ja gut. Also, ernst nehmen. Dieses Spiel nicht als links liegen lassen Spiel. Taktisch gesehen spielen wir jetzt auch genauso, wie es ernstes Spiel ist. Wenn er Fairplay nicht sehen will, dann will er halt Fairplay nicht sehen. Ne? Dann machen wir ja auch nicht Fairplay. Dann nicht. So. 10 Minuten haben wir noch. Noch genug Zeit, um Henrik auseinanderzunehmen. Klingt böse, ne? Ich weiß. So, Ball kommt. Schöner Pass. Und das ist das 4:0. Sag mal, umgefallen. Sauber gemacht. Zwar ist es eher ein Torhüterin-Fehler, das Ganze, aber am Ende ist es egal. Am Ende ist es Wurst. Ja, kriegt den an den Oberschenkel und der Ball rutscht dann durch die Beine in Richtung Tor. Doof gelaufen, 4-0. Trotzdem, Spiel wird hier ernst genommen. Weil, ich hatte es im letzten Teil auch schon gesagt, es kann auch sein, dass hier wirklich tatsächlich die Tordifferenz am Ende entscheiden sollte. Und umso mehr Tore wir gegen Henrik machen, umso sicherer sind wir eventuell Erster. Wobei, mit einer Niederlage Erster zu sein, ist eigentlich, ganz ehrlich, dann müsste es ein Katastrophenturnier gelaufen sein. Für irgendwen anders. So. Nächste Chance, abgepeilt. Auch noch ein Wort zwischendurch. Ich hatte mit Kevin gesprochen. Ja, Kevin, den kennt ihr, den Kevin. Der auch schon mal bei einigen Immon-Turnieren mitgemacht hat. Der wird leider in zukünftigen Immon-Turnieren nicht mitmachen. Liegt einfach daran, dass er momentan kein PlayStation Plus-Abo hat. Ja, das ist natürlich das Negative. Ich hatte ihn mal gefragt, ob er mal Lust hätte, wieder mitzumachen. Ja. Nein, er hat kein PlayStation Plus-Abo. Ja, ist doof gelaufen, aber was soll's. Ah, der Ball sollte eigentlich auf Le Sommer. Aber was soll's. Ist egal. Ist Wurst. Spielen wir zum ersten Mal seit Ewigkeiten in überhaupt einem Immon-Turnier Spiel zu Null. Und das ist so. Wir spielen zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal zu Null. Das ist sauber gemacht. Wir gewinnen hier 4:0 gegen den Henrik. Ja, der wahrscheinlich ein bisschen neben der Spur war. Ich war neben der Spur. Wir waren beide neben der Spur irgendwie. Das war das Turnier, oder auch nicht, je nachdem, wie ich das jetzt mache. Es könnte sein, dass es das Turnier war. Nur Sommerspieler des Tages, Spielerin des Tages. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Turnier jetzt schneiden werde. Wenn das der letzte Teil ist, werdet ihr gleich eine Tabelle sehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann, ja. Verabschiede ich mich meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und die Tabelle hat am Ende gesagt, ja, der Flui gewinnt. Wegen dem Torverhältnis, so läuft es manchmal, ja. Und am Ende sind wir Zweiter geworden, aber verdient Zweiter, nicht verdient Zweiter, kann man so oder so sehen. Ich verabschiede mich, danke fürs Zuschauen im Turnier und ciao.